bevor wir an den Terminal hier gehen. Dieses Terminal zeigt Informationen über die Systeme der Basis an. Momentan scheint alles normal zu sein. Neues Aktivitätsprotokoll des Terminals öffnen. Das einzige Protokoll, das ihr auf diesem Terminal finden könnt, bezieht sich auf eine riesige Menge von Daten, die vor Jahrzehnten gelöscht wurde. Dieses Terminal zeigt Informationen... Achso. Na dann. Wenn es weiter nichts ist... Ich schätze mal, der Raum wird erst später dann nochmal interessant, wenn wir mehr Leute in der Basis haben oder so. Hier haben wir jetzt noch einen Raum, den wir noch öffnen können. Oh, mit sehr viel Toten. Somebody's been using this medbay for a morgue. Gonna take an ocean bleach to get it ready for customers. Leichenhalle. Ich laufe mal noch mal ganz kurz mit der gedrückten Hervorheben-Taste hier durch. Ach guck, da kann ich mal schnell, ich geh mal schnell raus. Da leuchtet irgendwas durch im Schnee. Eine Stelle zum Graben. Und wir graben aus Menschenknochen. Okay, du hast bereits welche, also nein, danke. Und ein Polaroid-Foto. Das Bild ist komplett verwaschen, wie nostalgisch. Da ist ein Sockel. Eine Gasheizung, mit der wir reden können. Ein alter verwitterter Sockel. Die Inschrift lässt sich nicht mehr entziffern. Na gut, dann gehen wir nochmal rein in den Leichenhallenraum. Wenn wir nicht an kleinen Müllhäufchen hängen bleiben. Was ist ein Lieferwagen? Wo ist ein Lieferwagen? Ach, du meinst wegen dem Aufzug? Ja, ich frage mich nur gerade, ob der Lieferwagen mit einem Aufzug hochgefahren ist. Aber irgendwie sieht das auch nicht aus wie eine Aufzugsplattform, oder? Das sieht aus wie eine Aufzugsplattform, aber da ist nichts hochgekommen. Ich meine, der hat dann auch eine Fehlermeldung ausgespuckt. Es hat sich nur so angehört, als wäre der Aufzug angekommen, oder? Ich verstehe es nicht. Ich wüsste nicht, wo der Aufzug angekommen ist. Aber naja, gut. Hier ist offensichtlich eine Leichenhalle. Diese ausgetrocknete Menschenhülle ist kaum mehr als ein mit papierartiger Haut bedecktes Skelett. Erste Hilfe, nach Todesursache suchen. Sieht aus wie ein einfacher Fall von Hungersnot und Dehydrierung, aber die Knöchel und Handgelenke der Leiche sind vernarbt, als wäre sie eine Weile angekettet gewesen. Ah, okay. Nicht nett. Erste Hilfekasten, Verletzungskasten. Diese weibliche Leiche ist aufgebläht und verfault. Ein Arm fehlt komplett. Schwarzes Wundsekret quillt aus ihrem geschwollenen Oberkörper. Todesursache untersuchen. Sieht aus, als hätte der fehlende Arm nichts mit dem Ableben der Frau zu tun. Er wurde schon lange vor ihrem Tod fachmännisch entfernt und vernäht. Stattdessen scheint sie an einer Infektion oder Krankheit gestorben zu sein. Dir fällt die gleiche Narbenbildung an Knöchel und Handgelenk auf wie bei den anderen Leichen. Höchstwahrscheinlich verursacht durch Fesseln. Die gerissene Haut deutet darauf hin, dass sie häufig bewegt wurde. Ah, bräuchte ich Erste Hilfe 4, dann könnte ich noch irgendwas machen. Leiche erneut untersuchen. Ach so, nee. Gemein. Was haben wir hier noch? Dieser ledrigen Leiche fehlen mehrere Finger und Gesichtsmerkmale. Nach Todesursache suchen. Sieht aus, als hätte diese Person ihre fehlenden Gliedmaßen durch extreme Kälte verloren. Die Narbenbildung deutet darauf hin, dass dies mehrmals und über mehrere Jahre hinweg passiert sein könnte. Aber es war nicht die Kälte, die ihn umgebracht hat. Offene Wunden auf dem Rücken deuten darauf hin, dass er zu Tode gepeitscht wurde.
Was war denn hier bitte los? Ich dachte, die haben diese Anlage untersucht, kurz bevor ich gekommen bin oder ein paar Wochen vorher. Was ist denn seitdem hier bitte passiert? The fuck. Dir fällt die gleiche Narbenbildung an Knöchel und Handgelenk auf wie bei den anderen Leichen, höchstwahrscheinlich verursacht durch Fesseln. Die gerissene Haut deutet darauf hin, dass sie häufig bewegt wurden. Dann haben wir noch diesen Haufen hier. In dieser Ecke ist ein Stapel Leichen. Todesursache? Diese Menschen starben auf verschiedene Weisen. Die meisten durch Gewalt. Kugellöcher in einem, ein zertrümmerter Schädel in einem anderen, eine durchschnittene Kehle bei einem dritten. Alle Leichen haben die gleichen Narbenbildung an Knöchel und Handgelenk. Sieht aus, als wären diese Menschen von Sklavenhändlern verschleppt worden. Ob das noch relevant wird, ob wir die noch irgendwo finden. Ich hoffe, dass wir die irgendwo finden. Ich habe Pläne, die denen nicht gefallen werden. Schloss knacken unmöglich. Die Tür zum Tresor ist enorm. Sie wurde in die Wand, dem Boden und die Decke eingelassen. Offenbar kann sie mit Hilfe des Ziffernblocks geöffnet werden, der sich daneben in der Wand befindet. Irgendeinen Tastencode eingeben. Du drückst auf die Tasten, weißt aber nicht einmal, wie viele Nummern es sein sollen. Immer wenn du auf Eingabe drückst, wird alles gelöscht. Doch die Tür bewegt sich keinen Millimeter. Na gut, wir haben einen Tresor im Keller. So weit, so gut. Dann, ich gehe mal nochmal in die Haupthalle, aber ich glaube, von da aus ging es nirgends mehr weiter, oder? Ah ja, stimmt, wir haben jetzt hier unseren neuen Funker. Corporal Marcelo Gonzales. Gonzales fühlt sich hinter seiner Funkausrüstung wie zu Hause. Er salutiert kurz, als ihr euch nähert. Welcome to your communications hub, Rangers. The Patriarch was good enough to let me use my own gear, and I have my high-frequency radio equipment all set up. From here on out, I will be your voice in the wind. You can contact Ranger HQ at any time through your radio, and I'll reach out as needed. When there's arrest to be made under your authority, just radio them into me. Pleasure to serve. Oh ja, wir werden viele Leute. Immer wenn es geht, werde ich Leute, glaube ich, verhaften, anstatt die umzubringen. Das, ne, das weckt meinen Videospiel-Sammeltrieb. Auch die Sträflinge werden quasi gesammelt. Genauso wie irgendwelche anderen, wie Trophäen im Grunde. Erzähl uns mehr über deine Funkausrüstung. The finest setup you'll find this side of the Rockies. This equipment took years to get together. A lot of it custom work. String and pieces of gum, you know? This is the only setup in Colorado able to communicate on all sorts of frequency bands, up to the HF band. That means we can reach you pretty much no matter where you are in Colorado. The basic controls are straightforward. You should try the device yourselves whenever you're here. I've picked up all kinds of signals. It's possible you could even reach Arizona. Was hältst du vom Patriarchen? I've worked the radio for some time now, and I hear all kinds of stories from other parts of the world. Horrors you wouldn't believe. Is Colorado perfect? No, but it's a damn sight better than any alternative I've seen. Wie gefällt es dir, Teil der Ranger zu sein? Speaking frankly, great. Protect and serve, right? Things had grown stale with the Marshals. Felt like I'd reached the end of what I could do for the people there. Proud to be a Ranger now. Das klingt zwar sehr positiv, aber die Ranger-Loyalität ist scheinbar unsicher. Na dann. Kannst du uns nochmal sagen? Ne, das hatten wir schon. Du hast die KI unseres Autos installiert. Bist du ein Experte? Oh, I'm not. It just turns out artificial intelligence isn't that much different from fiddling with radios. Easy enough to install it turned out, but I wouldn't know the first thing about it otherwise. Na gut. Dann, tschüssi. Anytime. Come back anytime.
Warum werden mir die Schreibtische hier immer noch leuchtend angezeigt? Die haben wir doch schon vor Milliarden von Jahren geplündert. Ich finde das so witzig, weil Idolem hier könnte auf Major Tomcat reiten, von der Größe her. Ach, hier können wir doch tatsächlich durch, oder kann man da durch? Nee, kann man nicht durch. Aber hier können wir reingehen. Pretty grand in here. Maybe you can make it your trophy hall or museum or something. Or a handball court. Hier sind irgendwelche Monster. Monsterhunde. Hundemonster. Oh Gott, das war gerade mehr Friendly Fire als irgendwas anderes. Aber gut, okay. Abraxe, geh mal da hinten in Deckung. Mit deinen restlichen Aktionspunkten. Das ist jetzt die Frage, wahrscheinlich haben wir genug... Ja, tatsächlich. Könnten wir in den Nahkampf gehen mit Idolem hier. Die sehen ein bisschen aus wie Waschbären mit Stacheln, oder? Nicht Waschbären, ich wollte Biber sagen. Aber im Endeffekt stimmt das auch nicht. Jetzt gehen wir einen Schritt mit Basti nach vorne. Ich habe die noch gar nicht richtig ausgerüstet. Zumindest Basti bräuchte dringend noch Sprengstoff. Ich glaube, Basti ist unser Sprengstoffmensch, ne? Naja, gut. Für die Hunde wird es hoffentlich reichen. Stachelrücken. Viel geschlagen. Na super. Fallen Crusader. Oder ist... Nee, warte mal, war das gerade... Das war gerade unser Sniper, ne? Ich bringe alle durcheinander. Aber das kommt schon. Das kommt schon mit der Zeit. Sehr gut. Jetzt könnten wir sogar nochmal schießen. Aber jetzt lassen wir mal unseren NPC-Freund nochmal ziehen. Ja, das war's schon. Na, guck. Alles gut gegangen. Beute. Mal schauen, was die haben, die Stachelrücken. Vielfraßfell. Es ist rau. Und Muskelgewebe und mehr Fell. Na, meinetwegen. Eine umgestürzte Plakatwand. Wer hat die hier aufgehängt? Gute Frage. Der Einschaltknopf der Maschine gibt nicht nach und scheint festgefroren zu sein. Er gibt ein sandiges Knirschen von sich, als er mit ein wenig mehr Kraftaufwand nachgibt. Ein trauriger Piepton ertönt, als der Monitor zum Leben erwacht. Raid-Fehler. Korruption wurde in mehreren Sektoren erkannt. Einleitung automatisierter Reparaturvorgänge, Wiederherstellung abgeschlossen, wiederhergestellte Protokolle einsehen, persönliche Protokolle untersuchen. Es gibt weniger Protokolle, als man es für einen Stützpunkt dieser Größe erwarten würde. Viele haben Datenkorruption erlitten und sind nicht wiederherstellbar, aber du findest einige, die du entziffern kannst. Ah, Nerdkram 3, yes, das ist cool. Ich klicke aber erstmal auf das persönliche Protokoll von Colonel Fochet oder so. Am 22. März 1998. Die Welt ging gestern unter. Unser Raketenabwehrsystem rettete Colorado Springs, doch Denver wurde ausgelöscht und wir können keinen Kontakt mit irgendjemandem außerhalb des Staates aufnehmen. Disziplin wird meine Männer auf Trab halten. Aber wir haben nur ein paar Tage, bis die Zivilisten in Panik geraten. Wir müssen uns darauf vorbereiten, die Situation auszusitzen, bis wir die Verbindung mit Washington wiederherstellen können. Nerdkram, versuche an einige andere Protokolle zu kommen. Die Datei ist verschlüsselt. Du kannst das Verschlüsselungsskript ausfindig machen und den Schlüssel rückentwickeln. Persönliches Protokoll
Ach so, das ist das Neue oben. Ah, mit Nerdcram 4 könnte man sogar noch mehr rausholen. Aber gut. Für persönliches Protokoll Senate Lieutenant Halcott, 15. September 1995, also noch viel früher. Sein Blick war strikt auf den Monitor fixiert. Die Finger tippten geschickt auf den Tasten. Virtuos verwischte er seine Spuren, als er Daten aus dem System entnahm. Lieutenant Armor warf immer wieder heimliche Blicke auf ihn, verzückt von seinen stahlblauen Augen, während sie die Eingangstür der Wache beobachtete. »Haben Sie die Beweise schon gefunden, Captain Halcomb?« »Wir haben nicht mehr viel Zeit.« Der Captain tippte noch weiter herum und nickte. Er zog die Diskette aus dem Laufwerk und gab dem Lieutenant das Signal. »Schnell, zurück zum Schacht!« »Ladies first«, sagte er und half Lieutenant Armor hinauf. »Schreibt er da einen Roman oder sowas? So einen Liebesroman zwischen Soldaten?« »Ladies first«, sagte er und half Lieutenant Armor hinauf zu den Deckenschächten. Sie rutschte trotz ihrer großzügigen Kurven flink in den Schacht und Captain Halcomb konnte sich leicht nach oben ziehen und ihr folgen, wobei er das Gitter genau in dem Moment wieder in den Platz schob, als die Wache auf ihrer Patrouille vorbeikäme. Ja, anscheinend hat er quasi hier einen Roman geschrieben, na warum nicht? Zurück zu den Hauptprotokollen. Altes Sicherheitsprotokoll lesen. Filterwerkzeuge helfen dir, Routine und komplett beschädigte Bereiche auszusortieren. Möglicherweise brauchst du einen Computerexperten, um auf einige der Daten zuzugreifen. What? Das sind aber viele. Okay, fangen wir mal an. 4.07.2000, also schon lange nach dem Weltuntergang. Bericht 001. Bereinigung von vertraulichen Informationen wurde initiiert. Bericht 002. Löschung abgeschlossen. Befehl freigegeben. Aktivierung des vollständigen autonomen Sicherheitssystems in T-30 Minuten. Bericht 003. Auffällige Bewegung im Außenbereich festgestellt. Überwachung. Bericht 4. Eindringlinge zogen sich ohne Gefecht zurück. Überwachung. Okay. 26.05.2009, also fast 10 Jahre nach dem ersten Bericht da oben. Bericht 15. Auffällige Bewegung im Außenbereich festgestellt. Überwachung. Vierbeinige Kreaturen wurden als nicht feindselig eingestuft. Überwachung herabgestuft. Bericht 25. Kreatur verweilt. Bericht 88. Kreatur zieht sich zurück. Aufgezeichnete Vorfälle ohne Gefecht 1846, Vorfälle mit Sicherheitsmaßnahmen 5. 22.01.2010. Bericht 98. Auffällige Bewegung im Außenbereich festgestellt, Überwachung. Bericht 99. Zweibeinige Kreatur nähert sich der Einrichtung. Sende Diener aus. Bericht 100. Eindringling befriedet. Aufgezeichnete Vorfälle ohne Gefecht. 2008. Vorfälle mit Sicherheitsmaßnahmen 9. Bericht 100a. Automatisierte Änderung. Vorhaben bezogen auf Eindringling. Protokolliere Antrag auf technologische Überprüfung durch die Informationstechnik bezüglich Bericht 100. Was? 28.11.2068. Bericht 750. Eindringling 32 kehrt zur Einsatzzentrale zurück. Empfacht ein Feuer für Eindringling 30, 31 und 33. Eindringling 34 versorgt sie mit einer Mahlzeit. Protokolle Bedarfsanforderung für zusätzliche Bina nach Entführung von Hauptbinären 005 bis 010 durch Eindringling 011. Diese Anfrage wurde 1500 Mal protokolliert. Priorität erhöhen. Ich verstehe irgendwie
ungefähr nur 40% von dem, was wir lesen, wirklich. Bericht 751. Versuche, verbleibenden Bina aufzuwecken. Was sind denn Biener? Biena? Keine Ahnung. Weckversuch scheitert. Aufgezeichnete Vorfälle ohne Gefecht 7242. Vorfälle mit Sicherheitsmaßnahmen 15. Vorbälle mit gescheiterten Sicherheitsmaßnahmen 1. Vorbälle mit Unvermögen zu reagieren 4000. Bericht 755. Eindringling 034 wird nun als verstorben eingestuft. Also, anscheinend, ich schätze mal, das sind automatisch erstellte Berichte, oder? Ich schätze mal von irgendeiner KI einfach, die hier automatisch das Ganze durchsucht und gemanagt hat oder so weiter und protokolliert hat. Und ab und zu näherten sich irgendwelche mutierten Geschöpfe oder Menschen und dann wurde entweder darauf reagiert oder nicht. Und irgendwann haben sich hier anscheinend auch Leute niedergelassen und so weiter. Keine Ahnung. Lesen wir mal noch die Berichte von 2102 und 2107. Bericht B 001. Systemanlauf erforderlich. Zugriff auf Datenbank. Keine neuen Informationen seit katastrophalem Ausfall. Gemeldet am 16.06.2071 623. Bericht 002. Eindringling 96 und 73 im Einsatzraub angemeldet. Bina antwortet nicht auf Weckrufbefehl. Überwachung. Ach, Bina! Das sind Diener. Die hat vorher von Dienern geredet. Ich schätze, das sind Drohnen. Und jetzt gibt es einfach schon lang keine mehr. Und die wird die ganze Zeit ihre Diener rufen, aber es geht nicht. Und dass da immer Bina steht, ist quasi so ein Datenfehler einfach. Na gut, dann verstehe ich das schon eher. Bericht Nummer 57. Eindringling 71 hat Überwachungssystem vollständig repariert. Eindringling 69 hat Zugang zu Überwachungssystem erhalten. Bericht 66. Selbstdiagnose abgeschlossen. Diener 103, 22 und 616 abwesend, aber unansprechbar. Primäre Energiequelle unansprechbar. Sekundäre Energiequelle bei 20%. Primäre Verarbeitungssysteme melden alles gut. So. Letztes Protokoll 2107. Ich weiß jetzt gerade leider gar nicht, wann das Spiel spielt zur zeitlichen Einordnung, aber ich glaube nicht allzu lang nach 107. Wisst ihr was, da schaue ich kurz. Das wäre nämlich, um das alles zu verstehen, vielleicht eine ganz gute Information. Können wir schnell hier vielleicht... Warte mal. Wasteland 3 im Wasteland-Wiki. Erschienen 2020... Aber wann spielt das Ganze? Es steht hier keine Jahreszahl in der Zusammenfassung, leider. Okay, warte mal, versuchen wir es anders. Ich google schnell... Ich google schnell... Wasteland 3 Timeline. Also irgendwann 98, glaube ich, geht in der Welt die Welt unter, ne? Das haben wir schon mitbekommen. 2102 spielt dann Wasteland 2. Okay, Wasteland 3 steht hier nicht mehr drin. Aber das dürfte nicht allzu lange her sein. Also der Eintrag dürfte relativ aktuell sein. Bericht 685, auffällige Bewegungen im Bereich festgestellt. Eindringling 159 angemeldet und nähert sich. Bericht 686, Eindringling 158 entdeckt Eindringling 159 und kehrt zur Kaserne zurück. Verschiedene Eindringlinge scheinen beunruhigt
und verbarrikadieren Tür zur Barrikade. Bericht 690. Eindringling 159 zieht sich zurück nach Zugriff auf wahrscheinlich Einsatzraub und Waffenarsenal. Dina bleibt unansprechbar. Bericht 701. Eindringling 156 verlässt Baracke, betritt Gefängnis und greift auf Computerterminal zu. Furchtbare Eindringlinge. Aha, was? Bericht 702. Eindringling 156 hat einen Generator Neustart eingeleitet. Energie wird hochgefahren. Dina wacht auf. Roboteralarm. Aha. Und dann kamen wir. Also irgendwann kurz bevor wir kamen, hat irgendein Eindringling, aber anscheinend einer von vielen, hier den Strom, den Generator neu gestartet. Nach, was weiß ich, fast 100 Jahren oder so. Nerdkram 1. Versuche an einige der Sicherheitsprotokolle zu kommen. Durch schlechte Metadaten könnten diese Dateien nicht richtig gefiltert werden, aber du kannst sie leicht reparieren. Okay, wir haben noch einen zusätzlichen Eintrag gefunden von 1999. Bericht 002. Das Radiosignal wurde aus unvollständigen Übertragungshäufchen der letzten 2 Monate rekonstruiert. Es folgt eine Abschrift. Gutes Volk von Arizona, wir, die verbleibenden Offiziellen des 249. Ingenieursbataillons, waren zu lange nicht in der Lage, unsere Anführer bei Farscom zu kontaktieren und sind zu einem unglücklichen Schluss gekommen, dass unsere Regierung gefallen ist. Jeder von uns hier ist der Armee beigetreten, um das Volk dieser Vereinigten Staaten zu schützen. Und selbst wenn dies nicht mehr existiert, werden wir euch weiterhin beschützen, so gut wir können. Wir haben eure Hilferufe im Radio gehört und möchten euch mitteilen, dass Hilfe im Anmarsch ist. Bleibt dran, bleibt sicher an Ort und Stelle und bleibt stark. Wir sind auf dem Weg. Diese Nachricht wird wiederholt. Okay, versuchen wir noch ein Protokoll wiederherzustellen. Noch ein älteres vom 21.03.1998. Bericht 005. Berichte der Sternenstation Zitadelle bestätigt. Antiballistische Gegenmaßnahmen vorbereitet. Alarmstatus auf Rot erhöht. Bericht 77. Die NORAD-Verfolgung bestätigt mehrere eingehende Kontaktsignale, Schutzmaßnahmen an hochrangige Ziele zugewiesen. Personal soll sich bei den zugewiesenen Stationen in den Schutzräumen melden. Bericht 221. CONR bestätigt die Effektivität der Gegenmaßnahmen im lokalen Bereich zu 95%. Kommunikation mit NORAD HQ oder PACCOM oder so kann nicht hergestellt werden. Kommunikation mit WH kann nicht hergestellt werden. Bericht 222. Überarbeitete Schätzung der Erfolgsrate von Gegenmaßnahmen außerhalb des lokalen Bereiches liegt bei 5%. Alarmstufe bleibt bei Rot. Das war also gerade, als quasi die Atombomben fielen. Anscheinend konnte der Bereich hier in Colorado recht gut geschützt werden. Aber ansonsten sind anscheinend 95% der USA im Grunde zerstört. Nerdkram 3 können wir sogar noch ein älteres Protokoll herstellen. Die zeigen wir, das Ende der Datei fehlt für die Protokolle. Knifflig, aber du kannst die richtige Stelle finden, um sie zu reparieren. Das ist quasi nochmal ein bisschen später als... Nee, warte mal, das ist... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, das... Ah, hier ist ein neuer. 16.04.2021. Die sind quasi halt
chronologisch sortiert. Bericht 72. Der am 2.2.51562 gemeldete Ausfall des Primärgenerators führt zu einer katastrophalen Ausfall des Sicherheitssystems, wenn der nicht behoben wird. Die Informationstechnik hat nicht auf Reparaturanfragen geantwortet. Bericht 90. Hauptdiener wurde in den Ruhemodus versetzt, um Energie für die Überwachungssysteme zu sparen. Sekundäre Verarbeitungssysteme werden in den Ruhemodus versetzt, um Energie für das primäre Verarbeitungssystem zu sparen. Bericht 72a. Automatisierte Änderung. Vorhaben bezogen sich auf katastrophalen. Protokolliere Antrag auf technologische Überprüfung durch die Informationstechnik bezüglich Bericht 72. Bericht 91. Benennen der Systemeinstellung, ändern auf Schlachtfeld, aber wachsam. Oder so ähnlich. Ach, whatever. Ich check sowieso nicht, was wir genau wir hier in der letzten halben Stunde gelesen haben. Vom Terminal zurücktreten. Na, im Grunde, ich habe ja schon zusammengefasst, was ich draus ablesen konnte und alles andere ist wirklich keine Ahnung. Beute. Stacheln, Munition, Geld und ein verbranntes, nicht lesbares Buch. Mehr Beute. Munition. Geld und Blechdosen. Geld, Spielzeugauto. Ah, und ein Behälter im Eck. Mit gruseligen Puppen. Gruselige Puppen sind toll. Du hast eine gruselige Puppe gefunden. Gruselige Puppen sind Puppen, die gruselig sind. Aber sie gewähren auch mächtige Bonis für den gesamten Trupp. Wenn du diese einsammelst, wirst du für den Rest des Spiels davon profitieren. Gruselige Puppen befinden sich nicht in deinem Inventar. Du kannst sie stattdessen ebenso wie alle gefundenen Kassetten, Tonbänder und Tutorials in deinem Archivmenü finden. Öffne im Archivmenü das Archivmenü, in dem du im Pausenmenü auswählst und so weiter. Okay, wir haben eine gruselige Puppe und zwar die radikale Rachel. Cool. Sie würde die Welt gerne brennen sehen. Danach ist sie selbst an der Reihe. Verleiht allen Truppenmitgliedern einen Bonus-Explosionsschaden. Plus 5%. Cool. Die radikale Rachel. Wo können wir uns die jetzt anschauen? Hier irgendwie nicht. Etwa hier? Archiv. Ja, tatsächlich. Das finde ich komisch. Na, schade. Ich hab gehofft, die hat man vielleicht hochauflösendere Bilder, aber nicht wirklich. Aber gut. Die radikale Rachel ist schon mal gut. Na gut, dann erkläre ich den Bereich ja auch für erkundet. Oh, wisst ihr was? Ich schaue gerade auf die Uhr und ich glaube, wir machen für heute Schluss. Ich wollte jetzt gerade noch den nächsten Raum betreten, aber das machen wir jetzt nicht mehr. So, voraussichtlich wird die Reihe jetzt auch wirklich als Let's Play weitergehen und nicht als Stream. Aber da die Reihe sowieso nur 2 bis 3 Mal pro Woche läuft und nicht täglich, so wie Witcher 3 zum Beispiel, halten die Folgen, die wir jetzt hier in dem Stream produziert haben, ziemlich lange. Deswegen kann ich das noch nicht sicher sagen, aber grundsätzlich geht es jetzt als Let's Play nach dieser Folge weiter. Wir sind im Grunde immer noch voll im Tutorial und am Anfang jetzt nach 4 Stunden spielen. Total crazy, aber das Spiel entfaltet sich noch und wir werden noch ziemlich coole Szenen, Charaktere und Ausrüstungsgegenstände und kleine Geschichten und sowas erleben. Also das geht echt noch in Richtungen, die man auch gar nicht erwarten würde und das wird ziemlich cool auf jeden Fall und wird uns auch noch lange begleiten. Wenn Gott so will.
Und vor allem, wenn Abraxe so will, dass ich das als Let's Play ausgesucht hat. So, dann gute Nacht zusammen. Habt mich gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wie gesagt, beim nächsten Mal streamen wir was anderes. Das nächste Mal ist übrigens schon morgen. Morgen um 13 Uhr fangen wir an mit dem zweiten Teil, mit der zweiten Hälfte des 24-Stunden-Streams. Aber das poste ich dann auf Discord nochmal morgen Vormittag oder Mittag, wenn es soweit ist, die genaue Ankündigung. Denn, ja genau, da werden wir uns einige Spiele anschauen, die ich 2020 und vielleicht auch ein paar von 2019 noch, die ich da übersehen habe und werden die quasi nachholen. Na dann, gute Nacht, macht's gut.